Ich zeige euch jetzt mal mein Piratenschiff. Meine Küche ist gerade nicht wirklich sauber. Ich habe hier einen kleinen Seifenspender. Und ich habe fließend Wasser. Ich sollte vielleicht auch mal putzen. Das stand jetzt eine Weile. Okay. Hier habe ich meinen kleinen Herd. Hier kann ich für einen Kaffee kochen. Genau, ein bisschen Licht. Licht habe ich übrigens auch hier. Genau, hier habe ich halt ein bisschen paar Gewürze, weil das ist ja eigentlich auch meine Küche. Hier kann ich ein bisschen Stauraum haben für alles Mögliche. Haferflocken. Hier noch leere Gläser für Gewürze, Tee. Ein kleines Weinglas, die restlichen sind mir leider beim Fahren kaputt gegangen. Muss ich mal wieder auffüllen. Ansonsten habe ich hier oben noch Stauraum. Und hier fängt dann der zweite Teil der Küche an mit ein paar hübschen Fächern, wo man gewisse diverse Sachen verstauen kann. Mein Omnia-Ofen. Auch Teller und andere Dinge. Angefangen hat es eigentlich mit einem Traum. Ich habe auf Pinterest immer diese Bilder gesehen von Amerika, diese Vans, die so mit Holz ausgebaut sind, und das hat mich immer mega irgendwie berührt und ich wollte schon dann irgendwann so ein Ding haben. Also ich habe mir gedacht, wenn, dann muss das genau so aussehen. Und ich habe mir dann überlegt, mir einen Sprinter zu kaufen, den ausbauen zu lassen, aber halt, er musste halt wirklich aus Holz innen drin sein. Und irgendwie, keine Ahnung, 2 Wochen später hat mir jemand gesagt, ey, geh doch mal in diese Hippie-Bus-Gruppe rein. Da werden immer mal wieder welche verkauft oder vorgestellt und hin und her. Und da kann man sich auch Infos holen. Und dann bin ich da rein und irgendwie kam dann auf einmal dieser Bus mit diesem Interieur. Und der wurde zum Verkauf angeboten. Und da dachte ich so, ey, da musst du zuschlagen. Da musst du jetzt wirklich alles reinstecken, und damit du den kriegst. Das war genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Und das war auch ganz lustig, weil sie waren Berliner, und der Typ ist ein Kunsttischler, und der hat den für sich selbst ausgebaut, und der hat auch hier drin ein Jahr gelebt, bevor er ihn verkauft hat. Und ich bin, also das erste Mal, als ich hier drin saß, habe ich gedacht, das ist Wahnsinn. Also traumhaft schön, die Details, die er hier verbaut hat, das war, also ich habe mich sofort verliebt. Genau, der Schlauch befindet sich hier und das Stück dazu befindet sich hier. Oh, ich zeig dir gleich mal meine Schubladen. Hier ist die Außendusche. Wo ist das? Tada! Funktioniert, einwandfrei. Für den Sommer natürlich. Im Winter ist das, glaube ich, nicht so praktisch. Da ist auch meistens die Leitung eingefroren. Also ich habe nicht nur hier ein kleines Schubfächlein für Besteck und für lustige Sachen wie Luftschlangen. Und eine schöne, geile, große Schublade, die natürlich auch viel, viel Stauraum bietet. Sehr praktisch. Hier dann auch noch einfach. Genau. Kann man auch noch einiges verstauen. Also wenn ich mal für ein paar Monate oder für ein Jahr unterwegs sein sollte, habe ich doch bestimmt einige Lebensmittel zu verstauen.
hier auch nochmal für Töpfe und alles, was man so braucht. Ein kleines Geheimfächlein. Mein kleiner Ofen, kleiner Holzofen. Wo viele immer denken, was? Ein Holzofen? Ja. Und der funktioniert auch einwandfrei. Ich habe hier ein bisschen Holz. Hier ist auch der Stauraum für das Holz. Das kann ich praktisch hier oben so reinstecken. Dann kommt da der Anzünder rein und dann kann ich den heizen. Und hier ist dann so eine kleine Lüftung drin. Dann kann ich auch so aufschrauben und zuschrauben. Und hier ist auch die Lüftung, das praktisch immer gut Sauerstoff reinzieht. Also da passiert auch nichts. Ich habe hier auch einen CO2-Melder, falls mal was sein sollte. Aber das ist nicht hundertprozentig dicht. Deswegen, es zieht immer ein kleines Lüftchen. Sagen wir mal, er heizt halt sehr schnell. Das heißt, es über Nacht wird es dann doch recht kühl. Für kalte Nächte habe ich meistens einen Schlafsack, aber so ist es schon sehr gemütlich, wenn er an ist. Es ist ein sehr, sehr schöner Duft auch vom Holz und es ist eine sehr, sehr schöne Wärme. Außer der Fußraum, der ist dann immer noch kalt. Ich bin angestellt im Fitnessstudio, bin Trainerin und noch Vollzeit, möchte meine Stunden bald reduzieren auf Teilzeit, habe dann sozusagen 50-50, also Hälfte, Hälfte, möchte ich meine Selbstständigkeit aufbauen, möchte Personal Training für Frauen anbieten, möchte mich dahingehend auch weiterbilden und dann sozusagen selbstständig werden, um dann auch europaweit arbeiten zu können. Deswegen vielleicht auch einen Traum zu verwirklichen, mit diesem Bus zu reisen und halt überall, wo ich hinkomme, auch meine Sachen anzubieten, meine Workouts anbieten, Menschen helfen, abzunehmen oder fit zu werden und halt auch mit dem Bus und auch im Bus und auch Leuten vielleicht anzubieten, Workouts mit den Reisen anzubieten. Also sprich, auch unterwegs zu sein auf Festivals oder auch wenn Leute irgendwie mit ihrem Bus unterwegs sind, wie kann ich den Bus integrieren, um Sport zu machen? Vielleicht auch irgendwelche Tools irgendwelche Workouts anzubieten, die man mit dem Bus anbieten kann oder machen kann. Irgendwas heben oder so, Reifen schmeißen oder sonstiges. Gibt's ja alles Mögliche. Oder halt auch das TRX-Band irgendwo anzubinden. Das gibt's ja auch Möglichkeiten, TRX-Band an den Bus zu binden und dann da sein Workout zu machen. Herzlich willkommen in meinem Schlafzimmer. Hier unten drunter befindet sich die Gasflaschen. Also ich zeige euch das mal eben. Dass man sehen könnt. Und so meine Kissen. Also unter der Matratze befindet sich auch eine, nennt sich 3D-Matratze oder Matte, damit die Matratze gut gelüftet bleibt und nicht schimmelt. Und hier unten drunter kann man praktisch dann ein bisschen kräftiger ist natürlich. Genau. Yay! Also es ist alles dabei, was man braucht. Und da kommst du nur von hier oben ran? Kommst du nur von hier oben ran, ja. Ich meine, du kannst, ja genau, du kannst sie hochheben, rausheben und wieder reinsetzen. Also es ist nicht nur ein Schlafplatz, sondern auch ein Stauraum. Yes, yes, good. Ups. Habe ich hier einfach. Oh. Proviant. Wasserfilter. Hier einfach. Also es ist genug Stauraum. Kleiderschrank ist da hinten. Ist auch kaum gefüllt. Ja. Da habe ich halt jetzt für die Tage meine Sachen drin. Da ist ein Schlafsack drin, aber es sind genug Fächer, um Klamotten zu verstauen. Es geht bis ganz nach vorne durch. Das heißt, es ist genug Platz für alle möglichen Klamotten. Auch hier mehrere Fächer. Genau. Fensterchen zum Aufmachen für die Lüftung. Mein Dreamcatcher. Ja, ich glaube auch, also ich bin selber ziemlich Sicherheitsmensch. Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich immer noch daran hadere. Dass man einfach sagt, ja, was ist dann, wenn man das jetzt alles aufgibt und ja, was ist mit dem Geld? Ich glaube, das ist so dieses, man hängt sich an diesem Geld fest.
ist es dieses, Sicherheit hat nicht nur was mit, man ist versichert, krankenversichert oder überhaupt irgendwie versichert, lebensversichert, was auch immer, sondern auch diese Sicherheit mit dem Job. Man hat Geld, man hat irgendwo ein festes Einkommen und hat irgendwo irgendwas, wo man sich immer dran festhalten kann, was im Hintergrund. Es ist, glaube ich, auch dieses Geld, was einen wirklich daran hindert, gewisse Dinge zu tun oder nicht zu tun. Hat man die Kohle, ne? Hat man das Geld, um sich das zu finanzieren? Was braucht man denn wirklich? Ist man so anspruchsvoll? Braucht man denn wirklich so viel Geld? Ich brauche nicht viel Geld. Ich brauche was zum Überleben. Okay, ich möchte mir was zu essen leisten können. Ich möchte was zum das nennt man eher Überleben als wirklich im vielen Geld schwimmen. Aber ich glaube, es ist wirklich dieses Gelddenken. Das ist nicht immer nur diese Sicherheit. Sicherheit hat ja auch was mit Geld zu tun. Und ich glaube, das ist das, wo die Leute meistens Angst haben, dann nichts mehr zu haben und daran zu scheitern. Ich habe hier oben noch ein kleines Fächlein. Und zwar nutze ich das für meine Unterwäsche. Da ist natürlich jetzt gerade nichts drin. Ich ziehe jetzt meine Schuhe aus. Dann kann ich nämlich hier auch stehen. Genau. Also hier ist dann auch immer alles schön warm, weil hier nämlich der Ofen dran vorbeiläuft, das Rohr. Und dann ist hier oben alles schön warm. Deswegen die Unterwäsche? Ja. Meine kleine Sitzecke. Also sie sind eingetragen als wirklich als Sitze. Also man kann sich dort anschnallen. Ich kann noch 2-3 Leute mitnehmen. Und hier kann man schön essen. Und hier kann man natürlich auch Dinge verstauen in diesem schönen Tischlein, der gebaut wurde. Das heißt, ich habe da meine kleine Kruschelecke mit Stiften und so weiter. Mein kleines Brettchen zum Essen. Und man kann halt noch den ganzen Tisch nutzen, um was zu verstauen. Genau. Der Kerzenständer ist festgeschraubt, dass er auch ja nicht runterfällt. Genau, und hier habe ich halt auch meine kleine Tafel, da kann ich dann ein paar Sprüche dran schreiben oder halt auch meine To-Do-Liste oder aber eine Einkaufsliste oder was auch immer das Herz begehrt. Und ich kann mir hier an den Magneten ein paar Zettelchen hinhängen, wenn ich mal länger auf Reisen bin. Ja, und Licht habe ich natürlich auch hier, also auch hier ein schönes Lämpchen, wo man halt auch gemütlich sitzen kann. Ich habe hier noch eine schöne Seitentür. Das heißt, wenn man mal am Meer stehen sollte und diese typischen geilen Bilder sieht, wo man am Strand liegt und das Meer vor der Nase hat, kann man sich natürlich hier wunderbar reinlegen. Und ich habe hier noch ein paar schöne Schubfächer, wo man halt auch Werkzeug, Warndrei. Ja, ein paar schöne Sachen fürs Auto, Toilettenpapier. Also hier Stauraum ohne Ende und ich habe hier ein kleines Fach, wo meine Gartensachen sind, meine Campingsachen drin sind, Luftmatratze. Träumt einfach, also träumt und versucht eure Träume zu realisieren. Also ich bin der Meinung, dass jeder Traum, egal wie groß er ist, umsetzbar ist in irgendeiner Form und seid auch dankbar dafür, was ihr gerade habt und haltet nicht an was fest, was euch runterzieht. Und ist immer schwierig. Es gibt so viele Dinge, die man in die Welt rausposaunen kann und die Message an die Leute weitergibt. Aber ich finde, man sollte nie aufhören zu träumen. Man sollte nie das Kind verlieren dabei. Und ich glaube, man sollte nie aufgeben, egal was man tut und immer an dem, an dankbar sein für das, was man gerade hat und nicht irgendwie so, oh, ich hab das nicht und oh, mir geht's schlecht und so, nein, positiv.